liebe Zwillinge, herzlich willkommen bei Imbalanced Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Zwillinge bitte. Was ist momentan bei Zwillinge los, bitte? Zwillinge, 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 was ist momentan bei dir los? Königin der Schwerter. Mein, 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 mein. Nein, 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 nein. Hast du jemand mein Ultimatum gestellt oder hast es vor? Ja, Zwillinge, es reicht, sagst du hier, Königin der Schwerter, es reicht. Ja. Ist eine Zwillinge-Karte. Es reicht. Okay. Okay. Es ist, oder, diese Sterne hier erinnern mich hier an die EU und hier haben wir diese Rollen, ja, die für die EU-Verträge stehen, ja, und du hast so ein bisschen so langsam, oder du bist an einem Punkt, wo du sagst, hey, Kollege, oder halte die Verträge ein, ja. Bist du Mitglied, ja, von dem, was wir hier haben? Ja, wie auch immer du das nennst, Zwillinge, musst es nicht Europäische Union nennen, aber du hast da was, eine Union mit jemandem und dieser Mensch hat doch bitte die Verträge einzuhalten. Ja? Es reicht. Halte die Verträge ein. Okay. Ritter der Kelche, aber ich liebe dich. Es geht hier darum, dass hier das Geben und Nehmen nicht stimmt. Okay. Du hast den Eindruck, dass sich jemand nicht genug verpflichtet. Ja, Ritter der Kelche hier, die Liebe ist da, die Liebesbekundungen sind da, das Interesse ist da, aber es wird nichts dafür gemacht. Okay, ja, ist wie ein Land, das bei der EU dabei sein möchte, aber nichts abgibt. Ja, so, oder? Und du möchtest, dass hier mit Sechs der Münzen, ja, Fairness zwischen euch beiden herrscht. Du hast hier mit Ritter der Kelche, Zwillinge, hast du jemanden, der die durch freundliche Worte, Gesten, freundschaftliches Verhalten versucht, seine, ihre Pflichten zu umgehen. Okay. Nein, nein, Schwitz, ich bin kein Mitglied. Hey, hallo. Ich weiß, was ihr denkt. Wir sind keine Mitglieder. Mein Gott. Wir müssen ja immer wieder unseren Schweizer Franken runterdrücken, damit Euro nicht allzu tief ist. Oi. 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 Sechs der Stäbe hier. Du, dieser Mensch wird jetzt in nächster Zeit mit Sechs der Stäbe eine Eroberungsoffensive starten in deine Richtung. Wenn, also, falls hier ein Blumenstrauß kommt in nächster Zeit, darfst du dich nicht wundern. Falls hier Pralinen kommen, darfst du dich nicht wundern. Mit Sechs der Stäbe möchte dieser Mensch hier Zeit gewinnen. Möchte um deine Gunst buhlen und Zeit gewinnen. Wofür will dieser Mensch Zeit gewinnen, bitte? Sag mal. Der Stern? König der Stäbe? Ah, okay. Der Wagen hier. Dieser Mensch... Du bist als Königin der Schwerter hier abgebildet, das soll ich sagen. Ich muss es sagen, die Message ist gekommen. Dieser Mensch findet deine Ansprüche ziemlich anspruchsvoll. Anspruchsvolle Ansprüche, Zwillinge. Und dieser Mensch braucht ein bisschen Zeit, um parat zu sein dafür. Wisst ihr, ich finde das einfach, oder ich meine, diese Union, diese Verträge hier und all das. Vorausgesetzt, dass ihr zwei nicht eine Sekte seid, die da irgendetwas ganz Spezielles, ganz Neues verfolgt, wissen wir doch alle, was es mit sich bringt, wenn man hier, ja, wenn man sich mit jemandem zusammentut, wenn man es ernst meint, wenn die nächsten Schritte, man kennt doch die Schritte.
Wenn kein Vertrag da ist, dann kennt man die Schritte nicht. Aber wenn da eine Union ist und es beide ernst meinen, dann weiß man doch, wohin es führen soll. Ha? Fragt man sich ernsthaft, wie die Weltpopulation sich so vermehren konnte, wenn Beziehung, Verlobung, Heiraten, Kinder kriegen, ja, so anspruchsvoll werden. Also, dann geht keine Beziehung ein, mein Gott, dahin führt es. Es führt dahin, also geht keine Beziehung ein. Oder? Ich sag das in Bezug auf dein Gegenüber. Ich meine, ja. Zieht nicht allzu große Schuhe an, dass ich. Wirklich. König der Stäbe, ich muss noch planen. Ich muss noch überlegen. Ich muss noch überlegen. Dieser Mensch will noch planen. Jetzt König der Stäbe zeigt sich jetzt zum zweiten Mal. 6 der Stäbe hier, 7 der Stäbe hier. Du wirst hier auf diese Eroberungsoffensive so reagieren. Nein, 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 damit musst du mir gar nicht kommen. Siehst du das? Das sind diese Eroberungen, die hier in deine Richtung kommen werden, ja, um dich milde zu stimmen, damit dieser Mensch hier den Weg noch planen kann. Was genau plant dieser Mensch? Was soll diese Planung? Moment, Zwillinge, es nimmt mich jetzt wirklich Wunder. Was ist denn hier die Planung, die hier noch gemacht werden muss? 2 der Stäbe, die Planung, okay. Ritter der Schwerter, ja. Siehst du? Ja. Ja, ja. Es ist da irgendein anderer Grund, Zwillinge. Hier die Mondkarte. Voilà, Dankeschön. Dankeschön. Es geht nicht darum, dass dieser Mensch nicht weiß, was jetzt zu tun ist, wohin es jetzt gehen soll und all das Zeugs. Es geht diesem Menschen zu schnell. Die Mondkarte hat sich gezeigt, hat jetzt Panik. Schiebt Panik, weil du hier Druck machst. Hm. 2 der Stäbe ist gekommen, ist interessant, dieser Mensch oder hat die genau gleichen Zukunftspläne wie du, aber will nicht, dass es so schnell geht. Okay. Page der Stäbe hier, oh, weißt du, was hier passieren wird jetzt in absehbarer Zeit? Hier habe ich Ritter der Münzen liegen. In absehbarer Zeit wird irgendetwas in deinem Leben dein Interesse hier erwecken. Das Ende ist offen, ich weiß nicht, was das sein wird. Es ist auf jeden Fall etwas, wo du dann sagen wirst, das hier ist auch interessant. Und dann, Ritter der Münzen hier, werden sich hier die Seiten kehren. Das Ganze wird dann ja gespiegelt sein. Und zwar so, dass du dann sagen wirst, Kolleg, ich habe keine Zeit für dich. Ja, es wird hier schon bald etwas anderes dein Interesse wecken. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Wir werden es jetzt sehen in der Fortsetzung. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber hier versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung Zwillinge findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.